Lösung? Es ist Antwort C. Nein, auf keinen Fall. Im Glas entsteht ein Unterdruck, wodurch die CD-Hülle durch den umgebenden Luftdruck von unten an das Glas gedrückt wird. Bei Sprudelwasserflaschen gibt es beim Öffnen häufig ein Zischen. Da das im Wasser in Form von Kohlensäure gelöste CO2 gasförmig wird. In einem geschlossenen Behälter entsteht dadurch ein Überdruck, der beim Öffnen durch Zischen entweicht. Beim CD-Hüllen-Halteexperiment kann mit etwas Geschick zunächst ein Unterdruck aufgebaut werden. Aber nach sehr kurzer Zeit steigt der Druck im Glas, da sich Gasbläschen im Sprudelwasser bilden und nach oben steigen. Nach wenigen Sekunden macht es also Platsch.